Viel Spaß mit diesem Video. Wenn es gefällt, ich freue mich über einen Kommentar, über ein Like und natürlich über ein Abo. So, ich würde sagen, dass man das nicht so oft auf dem Grill sieht. Ich grille gerne, ich bin kein Grillprofi, aber ne, durchs Woken und so weiter mache ich ja auch jetzt viel asiatische Sachen, habe auch die ganzen Zutaten da. Und ich habe mir jetzt mal Folgendes überlegt. Ich habe eine eigene Pinselsoße gemacht. Das ist so eine Art Teriyaki, aber deutlich angereichert mit Ingwer, mit Knoblauch. Da ist auch eine gewisse Schärfe drin und so weiter. Und dann habe ich Hähnchenkeulen entbeint, auf den Spieß gemacht. Ich habe frischen Lachs auf den Spieß gemacht und ich habe drei große Zucchini sehr schön auf Spießen mit Frühlingszwiebeln zusammengebracht. Und vor allem das Fleisch, sowohl Lachs als auch Hähnchen, habe ich nachher mit dieser asiatisch angehauchten Soße am Schluss bepinselt im Grill und nachher auch noch auf dem Teller als Dip sozusagen, Marinade. Richtig lecker. Aber vor allem, und das ist meistens ja nicht der Hauptakteur, diese Zucchini-Spieße. Sensationell. Guckt euch das an, lasst euch inspirieren. Es ist definitiv mal was anderes auf dem Grill. Und mittlerweile, ja, geschlossene Grills hat, Kugelgrill, Gasgrills mit Deckel. Man kann ja das ganze Jahr über grillen, von daher probiert das wann auch immer aus und genießt es und habt ihr mal eine neue Variante, mit der ihr eure Gäste begeistern könnt, wenn es um Grillen geht. Also viel Spaß beim Zugucken, viel Spaß beim Nachgrillen. Und guten Appetit. Kommen wir zu diesen wunderbaren Spießen. Also auf dieses Gericht, wenn man so will, oder Grillvariante, bin ich ein bisschen stolz. Da habe ich mir definitiv alles selber ausgedacht. Und es ist aber auch kein Hexenwerk, weil wenn man wokt und asiatische Küche liebt und so weiter, dann kommt man, da braucht man jetzt relativ wenig Know-how für, um auf so eine Variante zu kommen. So, erstmal Knoblauch und Ingwer fein geschnitten, also Brunoise, in Richtung Brunoise, weil ich mache jetzt erstmal eine schöne Soße, die ich sowohl nachher auf dem Grill verwende, als auch nachher am Teller. Das war Sesamöl, auch aus geschmacklichen Gründen. Hier habe ich ausnahmsweise kein Erdnussöl genommen, sondern Sesamöl. Das waren Chiliflocken, ein bisschen Schärfe reinzukriegen, Sojasauce, Reisessig ist das. Dann ein ganz klein bisschen, müsste so ein Esslöffel unbehandelter Rohrzucker rein und noch ein Schuss Honig. So, dann habe ich Säure, Süße, Schärfe, ne? Umami. Schön aufkochen, hier habe ich 2 Teelöffel gestrichene Stärke mit 2 Teelöffel kaltem Wasser verrührt. Und das kommt jetzt in die Soße, wird sofort gebunden, dann ist das eine sämige Soße. So, und dann bin ich mit der Soße im Prinzip fertig. Das wird nachher... Also, kommt gleich. So, dann, nicht falsch verstehen, ich will euch nicht zeigen, wie das am professionellsten geht, wie schon in einem Video vor ein paar Wochen. Traut euch einfach, Hähnchenkeulen selber zu entbeinen, wenn das euer Metzger nicht für euch macht. Es lohnt sich. Ihr könnt mit dem Keulenfleisch mit Haut so tolle Sachen machen. Das ist ein ganz anderes Erlebnis, als eine Keule so im Ganzen so zu grillen oder zu kochen. Das müsst ihr unbedingt mal machen. Hier habe ich auch mit Absicht mal mein chinesisches Kochmesser genommen. Das, man könnte ja glauben, da geht, wie soll das funktionieren? Geht so. Also, entbeinen. Mit Haut und dann so in kleinere Stücke schneiden, weil das kommt nachher auf den Spieß. Bei allem, was ihr jetzt seht, ich mache Salz, Pfeffer und Olivenöl drauf. Und zwar nicht viel Öl, sondern es geht nur darum, dass so ein ganz klein bisschen Öl schon mit dran ist. Erstmal beiseite legen, mischen tue ich gleich. Dann habe ich hier ein bisschen... Lachs, das müssen so 200 Gramm sein. Also ich grille jetzt hier für 2 Personen, also da so ein bisschen an den Mengen orientieren. Auch hier ein Schuss Olivenöl, Salz, Pfeffer.
Beiseite stellen. So, jetzt kommen die, das ist eine der Hauptkomponenten. Ich mache wunderbare Zucchini-Spieße. Ich habe so drei mittelgroße Zucchini und die Streifen, die ich da schneide, oder die Ringe, sind so 4 bis 5 mm dick. Man sollte sie nicht dick machen und ihr müsst auch darauf achten, dass das gleichmäßig ist. So, dann einen ganzen Bund Frühlingszwiebeln so schneiden, wie ich es gerade gemacht habe. Ihr werdet das sehen, ne, die Länge, das muss nachher alles mit den Zucchini passen. Dann Salz, Pfeffer, Olivenöl auch drauf, alles vermengen und jetzt kommen die Spieße. Bei den Zucchini so lange alles aufspießen, bis nichts mehr da ist. Und zwar immer eine Scheibe Zucchini und ein Stück Frühlingszwiebeln. Immer schön durchhalten, damit dazwischen den Zucchini-Scheiben auch Luft ist und dass die Hitze zirkulieren kann auf dem Grill und dass die auch nicht nur außen Farbe kriegen, sondern auch innen durchgaren. Das ist auf diese Weise ist das sichergestellt. Es sind 4 Spieße draus geworden mit Zucchini. Wahnsinn. So, dann die Hähnchenkeulen auf einen Spieß. Da reicht ein großer Spieß für diese 2 Keulen. Und das wird ein Traum. Ne? Dann vorsichtig mit den Lachsstücken und dann geht's schon zum Grill. Mit der Soße natürlich, werdet ihr gleich sehen. So, ihr habt gesehen, wer Weber Grills kennt, ich habe die Temperatur ein bisschen reduziert. Das sind nachher so 200 Grad, die da drin sind. Und ich fange, der Hähnchenspieß sollte mindestens 20 Minuten, weil der muss durch sein, Farbe kriegen. Und die Zucchini-Spieße, die brauchen auch so lange. Also die müssen als erstes rein. Und erst so zur Hälfte der Zeit kommt dann auch der Lachs mit dran, weil der braucht natürlich nur ein paar Minuten. So, wenn das Fleisch so langsam aber sicher fertig wird, fange ich an mit der eben gezeigten Soße, die ich hergestellt habe, zu bestreichen. Und zwar nur das Fleisch. Die Zucchini-Spieße, die schmecken so schon toll. Mit Salz, Pfeffer, Olivenöl und dann mit den Frühlingszwiebeln und den ganzen Röstaromen. Das heißt, die Soße kommt jetzt tatsächlich nur auf das Fleisch. Schön dick auftragen. Deckel zu, wieder auftragen, Deckel zu, dann werden die Spieße umgedreht. Zucchini sind jetzt fertig, nochmal bestreichen. Und das war's dann mehr oder weniger. Dann kommt der Lachs raus, dann kommen die Hähnchen raus. Und ein Traum. Es ist wirklich ein Traum. Guckt euch das am Teller an jetzt, ne, vom Spießlösen. Also jeder kriegt 2 Zucchini-Spieße und Hähnchen und Lachs wird aufgeteilt. Das reicht für 2 Personen. Dann habe ich am Teller nochmal von der Soße was drauf gemacht. Guckt euch das an. Ist low carb, wenn man so will. Und eine ganz wunderbare Zusammenstellung, ein ganz anderes Grillerlebnis. Mit der Soße ein Traum, unbedingt mal nachmachen. Guten Appetit.